Leute, willkommen zu einem Video, wie man dunkles Elixier bekommt in Clash of Clans. Also ihr braucht ungefähr einen Blitztrank, um den dunkles Elixierhälter zu zerstören. Ich würde besser sagen Level 2, aber ich habe ja nicht Level 2, also Level 2 oder 3. Falls ihr 2 habt, ist es besser, da könnt ihr ihn zerstören, um das Ganze zu nehmen. Und ja, ihr müsst einfach nur einfinden. Es gibt sehr viele. Ungefähr, wenn ihr Silber seid. Silber 3. Okay, der hat sehr viel Gold und Elixier. Naja, ich komme wieder, wenn ich eine mit dunkles Elixier gefunden habe. Und ciao. So, wir haben einen gefunden. Der hat schon 347 dunkles Elixier gefunden. Ja, ich kann ja nicht leider einstellen haben, weil der steht in die Mitte. Und hier ist der Storage. Okay. Erstens, ihr nehmt einfach euer Zaubertrank. Elektro. Und dann macht ihr einfach auf den dunkles Elixier. Dann blitzt das. Perfekt. Und jetzt habt ihr auch ein bisschen mehr. Ich habe ein bisschen mehr gefunden. Bekommen. Also, das hat gut funktioniert. Und ich habe, 23 Pokale verloren. Ich wollte nämlich bis Gold schaffen oder Goldliege schaffen, aber auch egal jetzt. Ja, 30 dunkles Elixier, wie ich das wollte. Eigentlich wollte ich mehr, aber jetzt auch egal. Ja, das hat ja gut funktioniert, dass ich dunkles Elixier habe. Ja, mit dieser Methode könnt ihr auch den Barbarenkönig, wie ich das gemacht habe. Vielleicht die Baracks, die dunkle Baracks, also ich weiß nicht, wie die in Deutsch heißen, Dark Baracks, ja, also die da haben und die Queen, also die vollen Bogen Queens, also die Bogies. Und ja, aber das ist Townhall Level 9, also Rathaus. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch sehr viel geholfen und ciao.